Ich darf recht herzlich heute den Andrija Vuksanovic begrüßen aus Germering. Den haben wir kennengelernt, als wir beim Digi-Club im Germering waren. Und wir waren doch sehr, sehr, sage ich einmal, überrascht ein wenig, dass ein so junger Mann, André ist erst 19 Jahre alt, ein so junger Mann bereits eine Firma gegründet haben hat, indem er dort sozusagen die KI bzw. Digitalisierung mit vorantreibt. Das ist die Firma Titanum in Germering. Ja, und da darf ich jetzt recht herzlich noch einmal den Andi begrüßen. Ich bin der Andrija Vuksanovic, 19 Jahre jung und habe vor 2 Jahren in Germering die Firma Titanum Technologies gegründet. Das ist ein Softwaredienstleister, in dem wir uns auf die Entwicklung von künstlichen Intelligenzen spezialisiert haben. Und jetzt im Verlauf der letzten 1,5, 2 Jahre uns so ein bisschen in dem Gebiet vorgetastet haben, verschiedene Kunden ja, mit verschiedenen Kunden zusammengearbeitet haben, verschiedene Gebiete erkundet haben. Und gemeinsam eigentlich jeden Tag etwas Neues lernen, wie wir helfen können, die Welt so ein kleines Stückchen besser zu machen und unsere Leidenschaft gleichzeitig auszuleben. Genau. Ansonsten mache ich noch ein bisschen Sport. Ich gehe gerne joggen. War früher sehr lange im Leistungssport, im Turnen tätig. Und engagiere mich sonst in ein paar Vereinen in Germering, unter anderem auch im Digi-Club ehrenamtlich. Und ja, genau, das ist so ein kurzer Eindruck zu mir. Ja, dann als ich dieses Vorgespräch mit dem Andi geführt habe, hat er uns ein bisschen erzählt, dass er, wie er zum Programmieren gekommen ist. Und er sagte uns, er hat schon eigentlich mit 11 Jahren angefangen zu programmieren. Und mit 11 Jahren werfen normalerweise gehen die jungen Leute raus zum Fußballspielen oder eben Sport machen, aber nicht gerade setzen sich zu Hause hin und programmieren. Also insofern hat mich das tatsächlich geflasht und das würde mich einfach mal ein bisschen interessieren, Andi. Erzähl doch mal hier von deinem Weg jetzt, wie du gesagt hast, du hast jetzt eine Firma gegründet und ich meine, man darf nicht vergessen, du bist erst 19 Jahre alt. Wirklich 19 Jahre, das ist wirklich ganz, ganz besonders. Und jetzt erzähl uns mal ein bisschen deinen Programmierweg. Also, wie bist du zum Programmieren gekommen? Warum hast du das überhaupt gemacht? Hat dich das so geflasht, so interessiert, die ganze Geschichte? Und wie war denn so ein bisschen dein Weg, dein Programmierweg bis zum heutigen Tag, sozusagen? Also ich muss dich erstmal ein bisschen korrigieren, Gerald. Ich bin auch rausgegangen und habe auch Fußball gespielt mit meinen Freunden. Es war nicht nur so, dass ich in meinem Zimmer saß, aber es war im Wesentlichen so, dass mein Vater mir einen Computer hingestellt hat und gesagt hat, hey, guck mal, hier ist eine Entwicklungsumgebung, so kannst du jetzt eine App auf dein Handy laden. Und mit ein bisschen YouTube-Tutorials war das ja auch nicht ein großes Problem, sich das in 1, 2 Stunden mal beizubringen, wie man einfach nur so ein sogenanntes Hello World-Programm auf sein Handy spielt. Und dann habe ich mich viel mit YouTube und mit Google, wie das halt in der Generation von mir üblich ist, vorgetastet und ausprobiert und dann meine ersten kleinen Videospiele auf dem Handy gespielt. Ja, nicht nur gespielt, sondern halt auch programmiert dann natürlich. Am Anfang sehr viel kopiert und einfach nachgeahmt und später dann immer mehr und mehr individuelle eigene Einflüsse sozusagen mit einbezogen. Und habe dann im Verlauf der nächsten 2, 3 Jahre immer anspruchsvollere Anwendungen geschrieben. Mit 14 habe ich dann ein soziales Netzwerk auf die Beine gestellt. Also das war dann nicht mehr nur eine Android-App, die ich in Java programmiert habe, sondern halt auch ein Backend und ein Server, eine Datenbank, die im Hintergrund lief. Das Ganze hieß TrueVee und da ging es darum, dass ich der Meinung war, dass in den sozialen Netzwerken heutzutage die Menschen sehr oberflächlich sind und der Grundgedanke der App war, dass man keine Posts macht, in denen einfach nur Bilder vom Urlaub geteilt werden, sondern Posts, in denen Gefühle geteilt werden, dass man nicht 350 Freunde hat, sondern maximal 12. Und habe diese App sozusagen ein bisschen entwickelt. Leider war ich dabei halt auch erst 14 und habe noch nicht so gut programmiert. Das heißt, als das Ding dann online ging, sind die ersten paar hundert Nutzer sozusagen reingekommen mit der Zeit. Und dann wurde ich überflößt mit Bugs und irgendwelchen Feature-Anfragen, die ich dann neben der Schule nicht mehr weiter bearbeiten konnte. Das heißt, ich habe das Ganze dann recht schnell runtergefahren. Ein halbes Jahr später hat mir dann mein Vater ein Praktikum in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Siemens AG organisiert. Da habe ich dann mit voller Begeisterung die neuesten Technologien kennengelernt. Damals war Virtual Reality sozusagen ganz frisch auf dem Markt und Augmented Reality. Und habe dann nach diesem 2-wöchigen verpflichtenden Praktikum in der 9. Klasse das Angebot bekommen, sozusagen einen Minijob dort zu machen. Und habe dann da 10 Stunden die Woche gearbeitet, dann von da an neben der Schule. Vielleicht darf ich dich ganz kurz unterbrechen. Du verwendest jetzt sehr viel Schlagworte, Virtual Reality,
Argument Reality und so weiter und so fort. Könntest du vielleicht mal ganz kurz erklären, was das eigentlich bedeutet, was das heißt? Tut mir leid, ja. Weil nicht selbstverständlich, du bist natürlich in der Materie drin, aber nicht jeder Ich weiß weiß. natürlich, was das auch bedeutet. Oder auch ein Bug, was ist ein Bug? Ich meine, das ist normalerweise was ganz Einfaches, aber bitte vielleicht Ja, ganz also kurz. Ja? Gerald, genau, unterbrich mich gerne, wenn Ja. ich da so ein bisschen in mein Ja. Fachjargon abschweife. Es ist halt normal, ich rede jeden Tag über diese Themen, deshalb ist das für mich eine gewisse Normalität. Also ein Bug ist ja sozusagen einfach ein Fehler im Code, ja. Also meistens auch nicht ein Fehler, sondern einfach nur eine unerwünschte Verhaltensweise, die in Programmen entsteht und die dann vom Benutzer meistens als Fehler wahrgenommen wird und der dann halt natürlich ausgebessert werden muss. Virtual und Augmented Reality könnte ich jetzt mal unter einem Begriff zusammenfassen. Da geht es im Wesentlichen darum, dass man sozusagen diese Brillen aufsetzt, was eher Abschirmungen sind mit Bildschirmen vor den Augen, und die dann die Bewegungen des Kopfes wahrnehmen und dann auch feststellen können, wo im Raum man ist, mit welcher Rotation man sich sozusagen bewegt und dann halt eine eigene virtuelle Realität mit den Bildschirmen vor den Augen herstellen. Und man sich so durch in komplett andere Welten transportieren kann. Also man kann sozusagen direkt in ein Videospiel oder in ein Live-Video oder solche Sachen halt einsteigen, was halt schon ein sehr interessantes Thema ist und auch teilweise in der Forschung auch Anwendung findet. Du warst jetzt bei Siemens, Genau, habe dann dort damit das meinen Praktikum Virtual sozusagen, ja. Reality-Geschichten da rumgespielt, und habe dann halt meinen Minijob bekommen und da dann ganz schnell in dieser sehr innovativen Abteilung auch mit dem Thema künstliche Intelligenz zu tun. Damals war sozusagen diese Sparte Deep Learning erst so am Aufblühen gewesen. Das heißt, da wurden sehr viele Projekte gebaut, sehr viele Prototypen und ich hatte da das große Glück, dass ich einen ja, sehr erfahrenen Programmierer, mittlerweile Partner in der Firma, Michael Berghoff, kennengelernt habe, der mir da so ein bisschen den Einstieg in die künstliche Intelligenz ermöglicht hat. Und neugierig wie ich war, bin ich dann natürlich mit vollem Engagement dann reingestürmt und habe mir dann viele Sachen selber beigebracht, sie ausprobiert und dann im Verlauf des nächsten Jahres dann viel in der KI programmiert. Und dann wurde ich vor 3 Jahren ja, von Siemens zu DocuWare mehr oder weniger verlegt. Ich habe gewechselt und habe dann bei DocuWare auch also auch in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung gearbeitet und habe da dann die Automatisierung der Indexerkennung mit KI unterstützt. Wahrscheinlich fragen Sie sich, was ist denn jetzt eine automatisierte Indexerkennung? Vielleicht vorher noch die Frage DocuWare, das ist ein Dokumentenmanagementsystem, Genau, ja. also es ist ein System, also das ist eine Firma, die eine Software herstellt, die es Firmen, anderen Unternehmen ermöglicht, ihre Dokumente effizienter zu verwalten, verschiedene Prozesse nachzubilden, sie abzulegen, zu sortieren und halt einfach sozusagen so eine allgemeine Verwaltung für den normalen Papierkram, aber halt in digital, also ein klassisches Digitalisierungsunternehmen. Ja. Automatische Indexerkennung ist im Endeffekt ganz einfach zu erklären. Wenn Sie eine Rechnung bekommen, dann gibt es auf jeder Rechnung immer einen Rechnungsbetrag. Dann gibt es eine IBAN, auf die das Ganze überwiesen werden soll, einen Absender, einen Empfänger. Und je nachdem, ob man jetzt die Rechnung vom Unternehmen A oder vom Unternehmen B bekommt, sieht die Rechnung ganz anders aus. Der Rechnungsbetrag ist in einer anderen Position, der Rechnungsempfänger ist irgendwie vielleicht mal links, mal ein bisschen weiter unten, und die IBAN steht mal oben mittig, mal unten, und das ist sehr, ja, es ist sehr inhomogen. Ja? Und da ist dann sozusagen die Herausforderung, dass man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz lernt, was sozusagen die Semantik eines solchen Feldes ist, also beispielsweise des Rechnungsbetrags, des Bruttobetrags, des Nettobetrags oder der IBAN, und dass man in der Lage ist, in Dokumenten, die man davor noch nicht wiedergesehen hat, eindeutig zu sagen, hey, dieser Text hierbei handelt es sich um die IBAN oder hierbei handelt es sich um den Rechnungsbetrag, was halt bei Millionen von Dokumenten und Millionen von verschiedenen Layouts nicht möglich ist. Und mit künstlicher Intelligenz ist es heutzutage möglich, dass man auch dann komplett neue Layouts wiederum richtig sozusagen indexiert und die Indexbegriffe findet, weil man künstliche Intelligenzen antrainieren kann, die in der Lage sind, die Semantik von solchen Feldern zu verstehen und sie wiederzufinden. Und das war ein Gebiet, in dem ich dann ein Jahr gearbeitet habe und über das ich mich dann auch selbstständig gemacht habe, weil nachdem ich aus der Schule rausgekommen bin, habe ich gedacht, ja, okay, die Arbeit, die ich da mache, die ist ja schon cool, die könnte ich doch auch jetzt auch als Freelancer machen. Dann hätte ich auch die Möglichkeit, neben meinem Job bei DocuWare auch noch andere Kunden und Themen zu bearbeiten und vor allem zu erkunden. Damals war für mich auch dieser Lerngedanke sehr wichtig. Sehr, sehr schönes Stichwort. Du bist aus der Schule rausgekommen. Wann bist du denn aus der Schule rausgekommen? Mit wie vielen Jahren? Und welchen Abschluss hast du in der Schule gemacht? Und es war dann
deine Entscheidung, nicht weiterzugehen, zu studieren oder irgendwas, sondern du wolltest genau dich selbstständig machen ja. in dieser Richtung. Ja. Studiert habe ich ja trotzdem, also habe ich ja trotzdem ein Studium angefangen. Das mache ich Okay. ja auch. Ich bin, ja genau, ich bin mit Ende 17 bin ich dann halt aus der Schule rausgekommen Das heißt, du hast und Abitur gemacht. Ja. genau, habe dann pünktlich zu meinem 18. Geburtstag ein Gewerbe angemeldet. Also es war das Erste, was ich gemacht habe. Ich bin zum Gewerbeamt gefahren, alleine, habe dann mein Gewerbe angemeldet, dann meinen Führerschein abgeholt und dann ein Bankkonto eröffnet für meine Firma. Wow, toll. Und habe dann halt von da an sozusagen für Docuware als Freelancer gearbeitet und dann schnell auch die Zusammenarbeit mit der Stiftung Digitale Bildung aufgenommen. Das ist eine Stiftung in Germering, die sich mit der Erstellung von digitalen Lernwerkzeugen beschäftigt. Und habe da dann halt ungefähr ein halbes Jahr lang sozusagen ja, als Freelancer gearbeitet und habe dann immer mehr Unterbeauftragungen gehabt. Habe dann den ersten Minijob angestellt und dachte mir irgendwann, ja, okay, das ist ja jetzt nicht mehr nur so ein Hobby, sondern das machst du ja jetzt schon wirklich 40, 50, 60, 70, 80 Stunden die Woche. Dann kannst du doch auch mal wirklich all in gehen und eine Firma gründen. Ja? Gesagt, getan, das war mehr oder weniger eine ganz spontane Entscheidung, weil dann auf einmal so ein größerer Auftrag reinkam. Da dachte ich so, ja, den will ich doch jetzt nicht mehr als Privatperson bearbeiten, dann machen wir doch eine Firma. Ja? Dann den schnellstmöglichen Termin beim Notar halt genommen, die Firma Titanum gegründet und dann auch in die ersten Projektarbeiten mit Mitarbeitern zusammen bin ich dann sozusagen da reingetaucht und habe dann, ja, mit einigen Rückschlägen und mit einigen Erfolgen dann jetzt die Firma Titanum im letzten Jahr, sagen wir mal, so ein bisschen aufgebaut, auch mit Mika zusammen. Und ja, jetzt stehen wir vom Ende eines ersten sehr erfolgreichen Geschäftsjahres. Und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ich habe unglaublich viele Sachen gelernt. Ich habe unglaublich viele Sachen auch erfahren dürfen. Also nicht nur sozusagen für mich selber aufnehmen dürfen, sondern auch einfach erleben dürfen. Und bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also es war so ein bisschen so diese Roadmap von mir als 11-jährigen Sechsklässler oder irgendwie so, bis zu jetzt dem Geschäftsführer eines, ja, recht, ja, nicht erfolgreich, recht erfolgreichen Startups, aber eines funktionierenden Startups. Ja, Genau. definitiv, das kann man so sagen, Andi. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück auf deine Karriere. Das heißt also, du studierst auch nebenbei, hast du Ah gesagt, ja, ja. genau, ja. Machst du jetzt, was irgendwie typischerweise wäre im Bereich Informatik, Genau. Studium? Wahrscheinlich, gell? Ja, also, Nee, also ja. ich hab mir schon ganz klar gesagt, ich bin nicht der reine Informatiker, deshalb habe ich den Studiengang Wirtschaftsinformatik gewählt, weil ich da auch noch diese BWL-Komponente dazu habe, die ja Sehr schon sehr gut. wichtig ist, wenn ich ja auch parallel ein Unternehmen führe. Und ja, deshalb habe ich mich dann für Wirtschaftsinformatik entschieden, wobei ich ganz klar sage, dass ich in der Schule halt mein 1,0-Abitur geschrieben habe und mir da richtig viel Mühe gegeben habe, dass ich das möglichst gut schaffe und dass ich mein Ziel erreiche und dann gesagt habe, hey, in der Uni geht es eigentlich primär darum, die Wissenslücken zu füllen, dass ich sozusagen in der Lage bin, das Wissen, das ich für meine operative Tätigkeit brauche, wirklich aufzufüllen und da keine Lücken mehr zu haben und halt natürlich, um darum Leute kennenzulernen, das Networking zu machen und einfach mit Menschen in Kontakt zu treten und diesen sozialen Aspekt des Studentenlebens zu spüren und nicht mehr so sehr verbissen darum, die besten Noten zu schreiben, weil ich das halt in der Schule nachträglich eigentlich jetzt nicht so sehr genossen und als erfüllend empfunden habe und mich jetzt sozusagen primär auf meine Tätigkeit bei Titanum fokussieren möchte. Ich möchte jetzt nochmal zu zwei Dingen zurückkommen, Andi. Das eine ist einmal, dass wir nochmal ganz kurz, du hast jetzt von diesem Thema eben digitale Bildung, dass du dort etwas gemacht hast, ein Projekt gemacht hast, wo du daran gearbeitet hast und auch erfolgreich gearbeitet hast. Aber bevor ich dort noch einmal zurückkomme, möchte ich auch gerne noch einmal wissen für die Zuschauer oder Zuseherinnen vor allem, wie würdest du denn jetzt diese Begrifflichkeit, weil es ist immer die Begrifflichkeit Digitalisierung und KI im Umlauf im Moment, ja. Und nicht jeder kann wirklich unterscheiden. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ich würde mal die zwei Bereiche so ein bisschen trennen. Und zwar bei der Digitalisierung geht es primär darum, die Prozesse, die wir analog haben, digital abzubilden. Beispielsweise ist der Prozess der Kommunikation über Briefe einer, der sich über Jahrzehnte lang, Jahrhunderte lang eigentlich schon sehr etabliert hat. Und was wir jetzt im Verlauf der letzten Jahrzehnte gemacht haben, ist, wir haben den Prozess des Briefeschreibens mit Hilfe von E-Mails und Instant Messengern digitalisiert. Also inhaltlich hat sich nichts verändert. Wir haben jetzt einfach nur statt einem Brief, auf dem wir draufschreiben, eine E-Mail, die sozusagen in Bits und Bytes gespeichert wird, die wir formulieren und dann über das Internet an irgendeine andere Adresse schicken.
Also an sich der gleiche Prozess, die gleichen Abläufe, nur digital abgebildet und ganz wichtig, ohne irgendwelche komplexen Logiken. Das sind einfach ganz strukturierte Abläufe, die ja sehr deterministisch sind und auch immer sozusagen gleich ja, ablaufen am Ende des Tages. Also es ist sozusagen einfach nur eine Abbildung eines sehr einfachen Prozesses. Beim Thema KI geht es dann vielmehr darum, intelligente Entscheidungen zu treffen und intelligentes Verhalten nachzuahmen. Beispielsweise, wenn wir jetzt hier sagen, die Digitalisierung von Briefen ist beispielsweise WhatsApp. Ja? Das sind einfache Prozesse, die einfach abgebildet werden. Jetzt eine KI in diesem Bereich wäre ein intelligenter Chatbot, also sozusagen ein intelligenter Gegenüber, mit dem du schreibst. Von den Chatbots gibt es natürlich auch die intelligenteren und weniger intelligenten, aber sagen wir es mal so, der normale Chatbot, darunter versteht sich eine Anwendung, die in der Lage ist, auf Anfragen eines Benutzers hin Antworten zu geben. Also man schickt einem Chatbot eine Frage, er ist in der Lage, die Frage zu analysieren, zu verstehen und dann die richtige Antwort oder eine passende Antwort auf diese Frage zu geben. Also sozusagen ein automatisiertes, ja, ein automatisierter gegenüberstehender Konversationspartner. Genau. Und das wäre dann wiederum ein Beispiel von künstlicher Intelligenz, weil wir hier nicht einen sehr einfachen Prozess digitalisiert haben, sondern versuchen, ein komplexes, ja, ein komplexes intelligentes Verhalten zu simulieren. Ja? Und das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen der reinen Digitalisierung und dann der Automatisierung von komplexeren Verhalten. Ja. Genau, so würde ich das jetzt mal ganz einfach erklären. Ja, super. Also ich denke, jetzt ist vielleicht für einige klarer, was eigentlich der Unterschied zwischen Digitalisierung und KI. Dein Projekt, weil das interessiert mich natürlich sehr im Bildungsbereich. Vielleicht kannst du da noch einmal ein bisschen mehr darüber erzählen, was du da genau oder was ihr da genau gemacht habt, ja. Also wir haben in Zusammenarbeit mit der Stiftung Digitale Bildung viele Anwendungen entwickelt. Ich würde jetzt mal zwei rausgreifen und diese exemplarisch ein bisschen beleuchten, damit man da so ein bisschen Klarheit reinbringt. Zum einen war das ein automatisiertes sogenanntes Feedback-System. Hierbei geht es darum, in der Lernsoftware der Stiftung Digitale Bildung sind die Schüler in der Lage, Antworten über die Tastatur auf Fragen einzugeben. Und wenn die Frage ist, naja, keine Ahnung, wie viele Einwohner hat London, dann ist die Antwort recht einfach. Es ist eine Zahl und das ist nur eine Zahl und das ist auch nur die eine Zahl, die richtig ist. Und das kann man einfach vergleichen und validieren, indem man ja die Zahlen miteinander vergleicht. Sind sie äquivalent zueinander? Wenn man jetzt aber eine eher offenere Frage stellt und fragt, was hat Joe Biden in seiner Legislaturperiode denn bisher gemacht, dann ist die Antwort Möglichkeit, also beziehungsweise die Menge der Antwortmöglichkeiten sehr groß, ja, weil man kann mit der englischen oder deutschen Sprache den gleichen Inhalt auf tausende Arten formulieren. Man kann natürlich nicht im Vorhinein tausend oder 10.000, 100.000 verschiedene Antwortmöglichkeiten sozusagen vorgeben, sondern man möchte eigentlich den Inhalt der Frage analysieren, beziehungsweise den Inhalt der Frage und der Antwort vor allem analysieren, die der Schüler gegeben hat, und dann mit einem vorgegebenen Inhalt vergleichen. Und dann möchte man feststellen, ja, ist das denn wirklich passiert, was hier in unserer sozusagen semantischen Vorgabe gefordert war, oder hat der Schüler etwas anderes semantisch geschrieben? Also beispielsweise, wenn wir jetzt ganz vereinfacht sagen würden, das Glas, das ich hier halte, das enthält Wasser. Dann kann ich sagen, ja, der Behälter hier enthält Wasser oder da ist eine Flüssigkeit in diesem Glas und das ist semantisch alles sehr ähnlich. Wenn ich jetzt sage, mein Laptop ist schwarz, hat das semantisch nichts miteinander zu tun. Und bei diesem Feedback-System ging es darum, dass man eine künstliche Intelligenz baut, die in der Lage ist, einen Satz semantisch in einem sogenannten Vektor, also in einer Menge von Zahlen, abzubilden und danach diese miteinander zu vergleichen. Also so könnte ich dann beispielsweise, hier ist ein Glas mit Wasser, mit dem Satz, der Behälter enthält Flüssigkeit, ungefähr gleichsetzen. Und dann auf der anderen Seite sagen, hey, der Laptop ist schwarz, ist etwas komplett semantisch anderes, das ist nicht ähnlich zu dieser ursprünglichen Aussage. Das ist jetzt ein sehr technischer Deep Dive gewesen. Wofür das Ganze am Ende des Tages also verwendet werden kann, ist, der Lehrer stellt eine Frage, definiert zwei, drei Antwortmöglichkeiten und dann können automatisch alle Antwortmöglichkeiten der Schüler sozusagen schon mal vorklassifiziert werden, weil die KI ist in der Lage festzustellen, ob die Schüler inhaltlich richtig geantwortet haben
oder halt daneben liegen. Und das war sozusagen eine Komponente, die wir in diese Software mit eingebaut haben. Ein zweites größeres Projekt war dann auch ein Vokabeltrainer, den wir gebaut haben. Der hat sich stark an Phase 6 orientiert, jedoch ist der um einige Features aufgepeppt worden, die das Ganze wieder zu einem komplett neuen und innovativen Produkt machen. Beispielsweise haben wir eine KI gebaut, die in der Lage ist, die Suchergebnisse, die Bildersuchergebnisse von Google zu filtern und jeder Vokabel ein eigenes Bild zuzuordnen. So sind die Schüler in der Lage, nicht nur die Vokabel stupide zu lernen, sondern haben für jede Vokabel ein repräsentatives Bild, sodass sie sich das Ganze auch noch visuell ein bisschen besser einprägen können. Zudem haben wir auch noch eine KI gebaut, die in der Lage ist, die Aussprache der Schüler zu bewerten, also die den Schüler beispielsweise dabei unterstützen kann, wenn er das TH in Englisch falsch ausspricht oder wenn er insgesamt nicht so wirklich in der Lage ist, die englische Aussprache selber wirklich gut zu realisieren, sondern mehr mit einem sehr, sehr, sehr starken Akzent redet. Und so auch dem Schüler hilft, nicht nur die Vokabel schriftlich gut kennenzulernen, sondern auch tatsächlich die Sprache, weil ich meine, Sprachen sind ja lebendig, also wenigstens die meisten, außer Latein, die Sprache auch wirklich lebendig zu sprechen und so auch beim Vokabellernen auch nochmal diese Aussprache auch noch mit dem Lernen mit einzubeziehen und so durch halt den Schüler ja viel weiter zu coachen und ihm einfach dieses Thema Vokabellernen A einmal attraktiver zu machen, weil es mehr Spaß macht mit der Software und B auch wirklich inhaltlich nochmal ein bisschen zu ergänzen und besser zu umrahmen, als wie wenn er das jetzt nur stupide aus seinem Buch auswendig lernen würde. Das waren so jetzt beispielsweise zwei repräsentative größere Projekte. Wir haben jetzt wieder auch ein Projekt, wo es darum geht, den Lernstand des Schülers zu messen, also festzustellen, wo sind die Stärken und Schwächen des Schülers in verschiedenen Themengebieten und ihm dann sozusagen genau passende Aufgaben zu geben, die ihm helfen, seine Schwächen auszubessern und sich da sozusagen weiterzubilden, wo auch wieder eine recht komplexe KI im Hintergrund ist, die den Schüler sozusagen individuell coacht, ihm individuelle Vorschläge macht, wie er sich verbessern kann und so dem Lehrer so ein bisschen die Möglichkeit gibt, sich auf die wirklich sozialen Interaktionen und das detaillierte Feedback zu konzentrieren. Und solche Geschichten bauen wir. Das sind wirklich Themen, die meiner Meinung nach einen großen Wert in dieser Gesellschaft hinzufügen. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Und wir geben da unser Bestes und haben auch wirklich das Gefühl, dass wir einen großen Mehrwert für unsere Gesellschaft schaffen können. Die Frage ist natürlich, inwieweit die Bildungseinrichtungen auch schon vorbereitet sind auf so etwas und sowas annehmen. Ja? Mhm. Und da muss mit Sicherheit auf jeder Ebene, vor allem auf der politischen Ebene, glaube ich, noch sehr, sehr viel getan werden. Ja, natürlich. Also auf der politischen Ebene ist das Ganze ja auch nochmal ein großes Diskussionsthema, wie ändert sich die Rolle der Lehrer, wie passt das Ganze in das Datenschutzthema, wie kann man das Ganze denn jetzt auch als Staat einkaufen, wie wird das Ganze finanziell gelöst, da gibt es schon einige Barrieren, aber ich bin der festen Überzeugung, dass echte Innovation, die echten Mehrwert zur Gesellschaft hinzufügt, immer ihren Weg finden wird, weil am Ende des Tages ist es die Innovation, von der aus sich sozusagen unsere Gesellschaft verbessert und deshalb kann es nicht meiner Meinung nach nachhaltige Barrieren geben, die diese aufhalten können. Temporär vielleicht schon, aber nachhaltig und langfristig wird sich die Innovation und die gute Verbesserung immer durchsetzen, meiner Meinung nach. Ich bin 100% deiner Meinung, Andi, nur das Problem ist oft einmal dieser zeitliche Faktor. Ja, es sollte lieber heute als morgen geschehen, aber du natürlich weißt ja, wie schnell manche Einrichtungen bei uns reagieren, ja, und insofern würde ich mir das genauso wie du wünschen. Es wird sich aber definitiv durchsetzen, da bin ich ganz deiner Meinung. Du hast noch jetzt noch einmal zu deinem Doing zu kommen, du hast uns dann auch erzählt, dass du jetzt auch im Gesundheitsbereich in der medizinischen Forschung ein Projekt hast, vielleicht ganz grob auch darüber was, weil auch das ist natürlich gerade für das Thema KI hochinteressant, weil dort, denke ich persönlich, ist KI natürlich schon sehr, sehr weit gediehen, ja, was auch notwendig ist. Also insofern, bitte ganz kurz nur ein paar Einblicke. Muss ich natürlich aufpassen, weil wir da eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben haben. Ja. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass wir für ein medizinisches Forschungsinstitut eine Software entwickeln werden, in welcher man automatisiert verschiedene chemische Proben analysieren kann. Was bedeutet das konkret? Dass man ja mehrere hundert Proben, chemische Reaktionsresultate, sogenannte Microarrays, einscannt
und dann anschließend mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz die Proben ganz genau klassifiziert und sagt, okay, hier ist eine Probe, hier ist eine Probe, und dann auch ganz genau sagen kann, hey, wenn die Intensität hier so und so hoch ist und wenn die Intensität hier so und so hoch ist und wenn wir hier diese und diese Konstellation haben, dann handelt es sich bei dieser Probe um die Chemikalie X oder um die Chemikalie Y. Und das natürlich nicht nur XY, sondern es sind mehrere hundert Varianten. Und da kann man dann auch wieder eine, werden wir auch wieder eine KI schreiben, die in der Lage ist, anhand von diesen Schemata festzustellen, hey, bei dieser Probe handelt es sich um die Chemikalien, um die Reaktionen, und so auch diesen Prozess der Auswertung von solchen Proben zu beschleunigen. Genau. Ja, man sieht eigentlich an Andi, was heute schon mit KI letztendlich möglich ist, beziehungsweise möglich wird, ja. Und das sind sehr, sehr positive Beispiele. Was mich tatsächlich geflasht hat, ist eben im Bildungsbereich diese KI, die ihr da schreibt, weil ich denke, wie wir vorhin schon gesagt haben, eine absolute Notwendigkeit. Klar, im Forschungsbereich, auf dem medizinischen Sektor, da sind schon sehr, sehr viele, die hier sehr fortschrittlich arbeiten, und das sind wirklich die positiven Beispiele der KI. Wir dürfen aber trotzdem nicht vergessen, dass es bei der KI auch mögliche Grenzen gibt, ja, und auch über die müssen wir mal ein bisschen sprechen, ja, und das würde mir also helfen, jetzt mal, um das mal auf eine ganz einfache Ebene runterzubrechen, Andi, wo siehst du denn die Grenzen von KI? Vielleicht könnte man das mal über dieses einfache Beispiel in Bezug auf die sozialen Netzwerke besprechen. Ja. Also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass KI Chatbot-Funktionen übernehmen können und sozusagen menschliches Verhalten simulieren können. Und ich verwende hier bewusst das Wort simulieren, weil es sich wirklich nur um eine Simulation handelt. Künstliche Intelligenzen sind heutzutage sehr, sehr komplexe Funktionen am Ende des Tages. Eine Funktion hat immer einen Eingabewert und einen Ausgabewert. Und sozusagen, was dazwischen passiert, ist teilweise sehr komplex. Also die Eingabe kann sehr komplex sein, die Ausgabe kann sehr komplex sein, aber am Ende des Tages ist es mehr oder weniger ein sehr klares System, wodurch das einfach Sachen verarbeitet werden. Und wir sind heutzutage noch nicht in der Lage, beispielsweise einen Verstand oder ein Bewusstsein innerhalb dieser Funktion zu generieren. Wie sollten wir auch? Es ist eigentlich immer nur Eingabe und Ausgabe. Und dementsprechend sind die Grenzen der KI jetzt auch beispielsweise in sozialen Netzwerken immer dann gefragt, wenn man sagt, hey, okay, wir möchten jetzt wirklich einen echten Menschen simulieren. Ja? Also, dass man einen Blindtest durchführen könnte und man nicht in der Lage ist, jetzt zu sagen, hey, ist der Gegenüber, mit dem ich gerade schreibe, jetzt eine KI oder ist es ein Mensch? Ja? Da hat man auch in sozialen Netzwerken natürlich dann auch wieder die Klassifikationsneuronalen, also die neuronalen Netze, künstliche Intelligenzen, die neue Posts klassifizieren, die Bilder analysieren und überlegen, hey, ist denn jetzt hier beispielsweise Inhalt vertreten, der gewaltverherrlichend ist, der jetzt der sexuell ist und auch nicht erlaubt ist. Und da gibt es auch Grenzen, was man sozusagen heutzutage jetzt erkennen kann, welche, vor allem im Thema Gewalt und Rassismus, welche Nuancen man erkennen kann und welche Nuancen sozusagen sehr intransparent sind. Und da gibt es dann auch natürlich bereits sehr gute neuronale Netze, aber auch hier werden viele Sachen, die eigentlich nicht erlaubt wären, trotzdem durchgewunken, und Sachen, die eigentlich völlig normal sind, werden dann als schädlich klassifiziert. Und da gibt es dann viele verschiedene Nuancen, die halt nicht erkannt werden können. Ja? Weil am Ende des Tages das eigentlich mehr oder weniger eine Funktion ist, die natürlich anhand von verschiedenen Daten, die bereits vorhanden sind, trainiert wurde, aber natürlich nicht perfekt ist am Ende des Tages. Und da sehe ich dann schon Grenzen, wenn man sagt, hey, wir wollen der KI jetzt wirklich sehr menschliches Verhalten beibringen, also sehr, sehr umfangreiches, zusammenhängendes Denken, sehr präzise Analyse, Sachen in den Kontext stellen, Sachen von verschiedenen Blickwinkeln sehen. Das sind Themen, die sehr viel auch mit unserem menschlichen Verstand zu tun haben, mit unseren menschlichen Denkweisen, und die können wir zu einem Teil in künstlichen Intelligenzen realisieren, aber jedoch nicht vollständig. Ja, Andi, du hast jetzt ein sehr, sehr gutes Beispiel gebracht. Ich meine, ich denke nur, du sagst, das kann noch nicht ganz vollständig analysiert werden von der KI, aber ich denke, so einfache Dinge wie Hate Speech, ich glaube, da könnte man schon mehr tun, bin ich der Meinung. Also wenn man täglich hier Instagram, Facebook und wie die alle heißen, aufmacht und hört, was da drin ist, teilweise an
sehr schwierigen, sage ich einmal, Vokabular verwendet wird, dann frage ich mich schon, ist das jetzt tatsächlich eine Frage der KI oder ist das eher ein anderer Hintergrund, warum eben diese Dinge noch nicht so klar herausgefiltert werden, analysiert werden und dann entsprechend verboten werden. Ja? Also das heißt, also man kann natürlich zum einen, sagen wir es mal so, die Schwellenwerte sehr hochschrauben und dann darf man beispielsweise das Wort vielleicht Arsch auf Facebook gar nicht mehr verwenden. Das ist zurzeit natürlich, also es ist möglich, man kann schon sehr, sehr stark restriktiv sein. Am Ende des Tages liegt es dann eigentlich immer wieder in der Balance, also wie viel möchte man sozusagen zu viel zensieren, wie viel möchte man sozusagen, also wie hoch setzt man halt diesen Schwellenwert an? Ist es einem lieber, dass eher nichts gepostet werden kann und dafür ganz sicher auch keine Hate Speech dabei ist? Oder legt man eher sozusagen in Anführungsstrichen die Meinungsfreiheit hoch an und sagt, hey, man sollte schon sich schon äußern dürfen, aber wir sollten auch schauen, dass wir das Negative weghalten. Und das liegt am Ende des Tages eigentlich in den Händen des Betreibers, weil er in der Lage ist, diese Schwellenwerte zu definieren und auch diese dann in seinem sozialen Netzwerk umzusetzen. Und das ist halt, wie gesagt, sehr abhängig von der Person oder von der Organisation, die das Ganze betreibt. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Am Ende des Tages liegt es am Betreiber. Ja? Also die KI erkennt das. Also wir sind sicherlich so weit, dass eine KI das heute erkennen kann. Und hier ist eben auch der Betreiber gefragt. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen auch übergehend die Frage des Datenschutzes. Ja? Wie gehen wir denn überhaupt mit diesen Daten generell um? Was würdest du sagen, welche Rahmenbedingungen, welcher Datenschutz obliegt oder liegt hinter diesen ganzen, sag ich einmal, Eingaben des Einzelnen, die, sagen wir mal, auch von den Betreibern gefiltert werden oder nicht gefiltert werden? Was darf er verwenden, was darf er nicht verwenden? Wie willst du das heute überhaupt zu diesem Thema Datenschutz unter diesem Titel Datenschutz, wie würdest du das einordnen? Ja, also jetzt ohne mich festzunageln, ich bin kein Anwalt, ich bin Softwareunternehmer, aber natürlich in dem Bereich, wo ich bin, muss man sich schon ein bisschen mit der DSGVO auskennen. Im Wesentlichen gibt es da ein paar Differenzierungsschritte, die man halt gehen muss. Es gibt zum einen die sehr personenbezogenen Daten. Also hierbei handelt es sich beispielsweise um Namen, um Geburtsdatum, Adressen, und auch vor allem den Zusammenhang zwischen der Person und den Interaktionen beispielsweise in einem sozialen Netzwerk. Was ganz wichtig ist, diese personenbezogenen Daten, die müssen extrem sicher gespeichert werden. Es darf nicht jeder zufällige Entwickler, der mal einen Firmenlaptop bekommen hat, sich die Namen und Adressen aller und E-Mail-Adressen aller Kunden ziehen, sondern das muss sehr, sehr, sehr stark abgesichert sein, häufig auch in einer separaten Organisation. Und es ist... Es hat höchste Priorität, diese personenbezogenen Daten zu sichern. Was danach passiert in solchen Organisationen, man hat eine Benutzerkennung, ja, eine Benutzer-ID nennt sich das, und die ist anonymisiert. Die bringt einem nur etwas, wenn sie sozusagen im Kontext mit dieser Tabelle steht, wo die Benutzer-ID mit dem Namen und der E-Mail-Adresse der einzelnen Nutzer steht. Und mit dieser Nutzer-ID kann man dann verschiedene Posts und andere Äußerungen dann schon wieder in Kontext stellen, Interaktionen in Kontext stellen. Und hier kann man dann schon wieder mehr mit den Daten arbeiten. Aber es ist immer so eine Abwägung und auch Auslegung der DSGVO, welche Daten können jetzt dann noch wirklich zu diesen ganz benutzerspezifischen Daten und welche Daten sind jetzt mehr sozusagen unter diesem anonymen Deckel der Benutzer-ID denn ja verarbeitbar, veröffentlichbar. Und das ist etwas, das auch wieder sehr im Detail abgewogen werden muss und jetzt auch pauschal nicht so ganz beantwortet werden kann, wobei ich ganz klar sage, private Daten werden auch privat gespeichert, ohne dass jeder darauf Zugriff hat in so einer Firma und auch wirklich sehr sensibel behandelt. Das ist wirklich eine Forderung mittlerweile. Wo die Daten im Prinzip meines Wissens nach wie vor in Amerika gespeichert sind, ja, auf einem amerikanischen Server. Wie können wir da eben mit unseren Rahmenbedingungen, die vielleicht hehre Ziele haben, ja, aber wie können wir da mit unseren Rahmenbedingungen in Amerika irgendwas erreichen? Ja? Wäre es da nicht viel, viel zielführender, wenn wir heute
hergehen würden und sagen, alles, was hier in Deutschland, vielleicht lokal oder hier, wie gesagt, eher hier lokal gespeichert wird, anstatt dass diese Daten alle irgendwo auf irgendwelchen Servern, die wir nicht beeinflussen können, gespeichert werden. Ja, am Ende des Tages, wenn man Alexa einrichtet, gibt es irgendwo diesen berühmten Haken, den man setzt und die AGBs und die Datenschutzerklärung akzeptiert. Ja? Und naja, wie du schon gesagt hast, wir sind im World Wide Web, im Internet. Es dauert weniger als eine Viertelsekunde, um irgendwas nach Amerika zu schicken. Ja? Das, was früher unvorstellbar gewesen wäre, ist heute ganz normal. Wenn ich Hey Alexa sage, dann verbindet sich dieser kleine Computer mit einem Server in Amerika und dann wird meine Stimme, die ich sozusagen ausspreche und die Worte, die ich sage, das Audio wird dann in den USA gespeichert und verarbeitet, um dann meiner Siri hier in Deutschland oder meinem Alexa hier in Deutschland wieder eine Aktion zu geben, die sie mir dann vorstellen kann. Was kann man dagegen tun? Ich als Privatperson nichts. Das ist meiner Meinung nach die Aufgabe der Politik, sicherzustellen, dass ein solcher Export von Daten von Deutschland nach Amerika wenigstens mal signifikant erschwert wird, damit so etwas nicht passieren kann. Weil sobald meine Daten, auch teilweise meine personenbezogenen Daten im Ausland landen, ne, dann wird mit den Gesetzen und Regularien des Auslands die ganzen, werden diese auch mit den Gesetzen und Regularien des Auslands, werden diese Daten dann auch verarbeitet oder nicht verarbeitet, veröffentlicht oder nicht veröffentlicht. Und am Ende des Tages ist man dann sozusagen selber schuld, wenn man diesem Export jetzt mal ganz hart gesagt, in der DS, also in der HGB, die nie jemals jemand gelesen hat, wenn man da zustimmt, weil man hat es ja selber sozusagen bewilligt. Und was man dagegen machen kann, man kann sich natürlich dagegen wehren. Meiner Meinung nach läge es aber auch eher in der Verantwortung des Staates, dass hier klarere Regularien kommen, dass ein Verbot ausgesprochen wird, dass man das nicht einfach durch einen Haken in der AGB akzeptieren kann. Und dass die, naja, Daten, die in Amerika verarbeitet werden, auch hier in Deutschland verarbeitet werden. Also dass sie hier gespeichert und hier verarbeitet werden nach unseren Regularien, weil am Ende des Tages, wir haben genauso Computer und Server hier in Deutschland, wie sie in den USA sind. Wir haben nur andere Rahmenbedingungen. Und meiner Meinung nach läge es auch in der Verantwortung von solchen Großkonzernen, dass sie ihr Geschäftsmodell und auch ihre Art, wie sie mit unseren Daten angehen, natürlich zu den lokalen oder ja, natürlich jetzt halt nationenübergreifenden Regularien anpassen und sich dementsprechend auch verhalten. Also meiner Meinung nach würde diese Aufgabe halt an den Staat gehen. Ja. Ja, bin ich genau deiner Meinung. Also definitiv eine Aufgabe der Politik, möglicherweise auch der Europapolitik. Ja. Die müssen eigentlich die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen. Ja. Also ich nehme jetzt mal zwei Dinge noch mit. Du hast jetzt schon angesprochen. Wir wollen noch mal ganz kurz eben vielleicht über diese Rahmenbedingungen sprechen und vielleicht noch einmal, dass du uns sagst, also was deiner Meinung nach als Fachmann die Politik für Rahmenbedingungen setzen sollte, dass wir das noch mal wiederholen. Aber vor allem, was mir auch noch wichtig ist, ist eben diese Aufklärungsarbeit. Ja, die Aufklärungsarbeit an den Konsumenten, an den User letztendlich, die muss stattfinden. Und wer soll die machen? Wie soll die stattfinden? Wo soll die stattfinden? Vielleicht sind das noch mal so zum Abschluss so zwei Themen, die du vielleicht noch mal Ja, anreißt, definitiv. ja. Also am Ende des Tages ist es so, jeder Bürger ist selbst für sich selbst mündig, ja, und sollte eigentlich in der Lage sein, selber intelligente Entscheidungen zu treffen und selbstbestimmt sein Verhalten zu orientieren anhand von seiner eigenen Meinung und seines eigenen Wesens. So, nur leider ist es so, dass sich viele Bürger dieses Landes, aber auch in allen anderen Ländern nicht besonders gut mit der Materie auskennen, sich nicht besonders gut mit Datenschutz, mit dem Internet auskennen, nicht wissen, was ein Server und ein Laptop, also wie ein Server und ein Laptop miteinander kommunizieren, was insgesamt überhaupt diese ganze Internetstruktur darstellt und dementsprechend auch meiner Meinung nach nicht wirklich mündige Entscheidungen in ihrem Konsumverhalten treffen. Und zwar nicht, weil sie jetzt einfach zu schnell arbeiten, sondern weil sie einfach nicht diesen fachlichen Rahmen haben. Wie kann man das verbessern? Meiner Meinung nach wäre ein Verhalten im Internet in Bezug auf Daten, in diesen ganzen Thematiken sehr viel besser, wenn man weiß, was man tut. Wenn man einem ganz genau bewusst ist, wenn ich jetzt hier dieses Häkchen anklicke, dann werden meine Daten da und da gespeichert. Dann werden sie so und so weiterverarbeitet. So und so arbeitet Google mit meinen Daten. Und wenn dieses Verhalten einem, also wenn diese Rahmenbedingungen einem bewusst sind, dann ist man meiner Meinung nach auch in der Lage, wirklich mündige Entscheidungen zu treffen. Wie bringt man jetzt aber natürlich dieses Bewusstsein an die Leute? Das ist natürlich die 1-Million-Euro-Frage.
Also zum einen natürlich meiner Meinung nach an Schulen. Also den Kindern, die heutzutage an die Schule gehen, wird zwar im Informatikunterricht ein wenig erklärt, wie das Internet so theoretisch aufgebaut ist, aber ich glaube, hier fehlt ein sehr praxisbezogenes Learning by Doing und auch ein detaillierteres Erklären. Vor allem auch dieses Thema Datenverarbeitung wird nicht allzu viel thematisiert, also wenigstens im bayerischen Lehrplan. Und meiner Meinung nach wäre es eine große Verantwortung der Schule, ihre Schüler im Thema Digitalisierung und auch Internet einfach mündig zu machen, dass sie in der Lage sind, intelligente und selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Und was jetzt sozusagen die Weiterbildung der, sagen wir mal, älteren Generation, die jetzt vielleicht jetzt nicht mehr in die Schule und an die Uni gehen, anbetrifft, befinden wir uns jetzt in dieser Zeit einfach in so einem Aufbruch, weil dieses ganze Thema Internet ja eigentlich erst in den letzten 20 Jahren aufgekommen ist. Das ist jetzt nicht wie das Thema, naja, keine Ahnung, in den Urlaub fahren, was jetzt vielleicht schon eher so über 70, 80 Jahre da ist. Man weiß, aha, es gibt Flugzeuge, es gibt Züge, man kann sich fortbewegen. Es ist jetzt nicht so ein Common Knowledge, wie man das so gerne sagt, ein normales Wissen, sondern es ist ein sehr neuer Punkt und viele Leute wurden dadurch abgehängt. So, wie kann man jetzt diese Differenz wieder auffüllen? Natürlich über verschiedenste Angebote vom Staat, aber es ist ja so, dass da die Menschen eher proaktiv rangehen müssten. Meiner Meinung nach wäre es sinnvoll, auch dem Arbeitgeber sozusagen zu verpflichten, da so eine gewisse Grundschulung jeweils seinen Mitarbeitern zu geben, egal ob sie jetzt im digitalen oder, also mehr oder weniger im digitalen Bereich arbeiten, weil am Ende des Tages hat heutzutage fast jeder Job irgendwas mit digitaler Arbeit zu tun. Und über diese Arbeitgeberfunktion würde man meiner Meinung nach auch einen großen Anteil der Bevölkerung erreichen, da, naja, die meisten Leute ja schon zur Arbeit gehen oder in die Schule. Und meiner Meinung nach wäre es auch für den Arbeitgeber kein erheblicher Mehraufwand und würde ihm auch bestimmt in seinem Betrieb einen großen Mehrwert bringen. Aber ich gebe ganz offen zu, es ist kein einfaches Thema. Es ist ein Thema, das auch sehr viele Unsicherheiten bei den Leuten auch erst neu erschaffen kann. Deshalb muss ich auch ehrlich zugeben, habe ich auch keinen Masterplan, wie man das Problem lösen kann. Ansonsten wäre ich bestimmt auch schon damit reich geworden. Aber ja, das wären so meine intuitiven Vorschläge und Gedanken, die ich zu dem Thema hätte. Für viele Menschen ist dieses KI-Thema oder digital immer noch so eine Blackbox, ja, und können nicht wirklich das fassen und damit was anfangen. Und insofern bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für dein Kommen. Und wir müssen in unserer Bildungspolitik ganz klar etwas ändern. So wie wir jetzt heute noch nach wie vor sagen wir, Bildung betreiben, die nicht der Gegenwart und der Zukunft so angepasst sind, wie es notwendig wäre, ist es auch schwierig, jetzt das Ganze entsprechend auch in Fahrt zu bekommen, auf die Schiene zu bekommen, um das Thema Digitalisierung generell voranzutreiben. Ja, die Bildung fängt bei den Kleinen an. Dazu ist es aber auch notwendig, eben diesen ganzen bildungspolitischen, sage ich einmal, Struktur meines Erachtens insofern zu ändern, dass wir generell nachdenken müssen, ist es denn auch den Lehrern möglich, überhaupt da mitzukommen, was sich im Moment heute tut, oder ist vielleicht nicht es besser, dass wir hier anfängt auch in die Bildungspolitik mit einzubauen, dass eben externe Experten sozusagen mit in diesen Unterricht mit eingebaut werden, die genau solche Dinge vorantreiben, wie der Andi das jetzt im Moment gerade umschrieben hat. Und in der Firma, in den Unternehmen absolute Notwendigkeit, weil dann ist das ist eine absolute Win-Win-Situation, sowohl für den Unternehmer als auch für den sage ich mal, Mitarbeitenden, wenn hier eben gerade in dem Bereich Digitalisierung eine Fortbildung stattfinden würde. Und bedanke mich für Ihr Zuhören und Zusehen und verbleibe damit und wünsche Ihnen eine schöne weitere Zeit. Bis zum nächsten Mal.